So, herzlich willkommen zurück zur Folge 100 fucking 98. Das ist schon ein bisschen, naja, nice. Tja, ich würde auch überlegen, so ein bisschen so, mal wieder was Neues anzufangen. Weil wir haben ja 200 Folgen. Das Problem ist, zum einen, wenn wir jetzt hier weitermachen, finde ich das persönlich halt geil. Weil wir können halt weitermachen. Ne? Ich meine, unsere Projekte sind doch noch lange nicht fertig. Ich meine, das Hotel ist langsam fast fertig. Der Leuchtturm aber zum Beispiel ist noch ja, komplett, ne? Das wird noch eine ganze Menge. Dann unser kleines Dorflein, das ist auch mittlerweile fast, also es ist sogar schon relativ fertig, ne? Ja, und ich meine, wir könnten jetzt natürlich sagen, okay, komm, wir haben 200 Folgen gemacht, wir können mal wieder was Neues anfangen. Ja, nur das, ganz ehrlich, da fangen wir halt wieder von vorne an, ne? Wir haben halt wieder 200 Folgen, sind dann wieder auf dem gleichen Stand irgendwo. Dann sagen wir wieder, okay, komm, wir haben wieder 200 Folgen, können wir wieder von vorne anfangen. Das bringt es auf Dauer auch nicht, deswegen würde ich einfach mal sagen, so lange wie ich Lust auf diesen Server habe, und das habe ich quasi endlos lange, bleiben wir auch auf dem Server. So lange, bis wir irgendwie mal einen Grund haben, zumindest temporär mal wieder was anderes zu machen, aber so als Dauer-Let's Play, als Haupt-Let's Play, werde ich wahrscheinlich hier bei dem Server bleiben. Einfach, weil man hier halt das meiste machen kann. Ne? Daher auch der wunderschöne Name Kreativserver. Und vor allen Dingen halt, ne? Können wir hier wirklich ein Projekt nach dem anderen abschließen und eine Base bauen, die halt immer und immer größer wird. Was im Sinne des Erfinders irgendwo ist. So, Dach haben wir fertig und wie man sieht, es kommt sogar Licht durch. Tatsächlich, weil wie gesagt, hier in der Mitte, da sind halt die Blöcke, die Vollblöcke, da kommt kein Licht durch. Aber wie gesagt, bei den Schrägen, da kommt immer Licht durch. Ist ein bisschen seltsam, aber ist halt so. So, und was wir jetzt mal machen könnten, ist uns endlich mal Gedanken drum machen, was wir eigentlich hier in der Mitte machen. Ich habe offen gesagt, absolut keinen Plan. Haben wir rein zufälligerweise irgendwie Holz dabei? Nee, gar nichts. Gut. Dich nehme ich auf jeden Fall erstmal mit. Du wirst hier voraussichtlich nicht mehr gebraucht. Und stattdessen fangen wir mal hier an, ein paar Zäune zu bauen. Hier als, ne, als Umrandung für oben, für hier unten und so. Um uns mal so ein bisschen Gedanken zu machen wegen Inneneinrichtung. Übrigens habe ich auch überlegt, wir hätten ja das Problem, dass unsere Bäume da hinten nicht wachsen, ne? Unsere Gummibäume. Ich habe mir überlegt, wenn wir die vorfinden, das sind ja so eine großen Bäume. Vielleicht gibt es diese Gummibäume auch nur als große Bäume. Ne, weil ich meine, bei solchen Sachen kennt man ja aus meinem Klon, da gibt es halt Dschungelbäume, gibt es halt als klein und als groß. Und alle Bäume, die es als groß gibt, gibt es glaube ich auch als klein. Aber kann sein, dass es den Gummibaum halt nur als groß gibt. Obwohl, stimmt doch gar nicht. Bei Minecraft gibt es auch Bäume, die auch nur groß sind. Zum Beispiel diesen Darkwood-Baum. Egal, auf jeden Fall, wir machen uns mal hier auf die Reise. So, hier müssen wir das mal wieder ein bisschen rekombinieren. Das heißt, wir brauchen hiervon 8 Stück. Gewohnte Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt haben wir von beiden gleich viel. Kann man wunderschön rekombinieren. Voila. Perfekt. So. Klappe zu auf der Tor. Und dann sorgen wir mal dafür, dass die Bäume auch die wachsen können. So. Wollte ich jetzt keinen Bock haben, das Ganze zweimal zu probieren, machen wir das Ganze wie folgt. Wir machen, ja, egal, hier Sand hin und machen sowohl hier 4 hin, als auch hier 4 hin.
Jetzt sollte entweder links oder rechts wachsen. Mal gucken. So, hier gleiches Spiel. Na, und dann mal gucken, welcher wächst. Wieso mache ich eigentlich den... Egal. Mach ich heute mal alles weg. Cleane Aussaat. So, wenn jetzt auch das nicht funktioniert, dann... Ja, weiß ich gar nicht. Was mache ich dann? Da verfluche ich das Spiel. Mit einem Fluch der Gummibäume. Dann nehme ich einen Gummihammer und hau so lange auf das Spiel drauf rum. Ja. Bis ich aus der daraus entstehenden Beule Gummi gewinnen kann. So sieht es nämlich aus. Gut, bin mal gespannt, wo jetzt hier was wächst. Sieht ein bisschen seltsam aus, so, aber ja, mal gucken. Wäre jetzt witzig, wenn auf Beinstellen so ein Baum wächst, sowohl auf dem Erde als auch auf dem Sand. Da habe ich quasi vier Doppelbäume. Wobei, kann auch sein, dass dann bei ein, also wenn es wirklich auf Beinen wachsen würde, kann es auch sein, dass bei einem von den vier Feldern das in der Mitte wächst und quasi die äußeren beiden jeweils dann, ja, verloren sind. Verlorene Seelen. I don't know. Auf jeden Fall hat sich jetzt ausgezahlt, dass wir so viele Saplings bekommen haben, weil alleine zum Testen brauchen wir jetzt hier massig Saplings. Aber gut. So, wir brauchten Holz. Ich schmelze erstmal ganz kurz hier meinen Kack ein. Ich habe schon wieder eine falsche. Ach, schau mal. Der ist doch wesentlich schnellerer. Schnellerer? Schneller. Wenn ihr gerade genau hingeguckt habt, oder ihr könnt auch zurückspulen, ne, bei dem war es ja so, er hat immer ein, der war quasi genauso schnell wie der hier, hat aber immer ab und zu eine Lücke zwischen gehabt. Das heißt, er hat quasi, ja, weiß nicht, das mit dem, mit diesen Ticks scheint wohl eine feste Geschwindigkeit zu sein, und der hat dann quasi einfach ein paar Ticks immer ausgelassen, und er nutzt aber jeden Tick, hat aber manchmal in einem Tick zwei gemacht. Das heißt, er ist doch um mindestens 50% schneller als der da. Was gerade bei der großen Abfertigung schon einen Unterschied machen kann. So, der Stein kann jetzt wieder hier rein. Ah, nee, Quatsch, brauchen wir ja gleich, denn für... Ach, siehst du, die brauchen wir sowieso für den Leuchtturm. Kann ich also erstmal getrost in meine Inventar, also hier im Backpack tun. Nein. Das stört da keinen. Was ich mal immer probieren wollte, was ich mich nie getraut habe, wenn wir jetzt hier was reinpacken und ich jetzt zur Tasche gehe, kann ich die Tasche wegnehmen? Nee, okay, die Tasche ist dann gelockt. Okay, dachte schon. Habe ich nämlich noch nie probiert. Aber gut. So, für den Leuchtturm brauchen wir zwei Replacement Tools. Ist der andere unten in der Kiste? Ja. So. Wir sollten uns mal vielleicht doch angewöhnen, Werkzeuge konkret immer unten zu lagern, damit ich nicht immer gucken muss. Aber hier sind gar keine Werkzeuge drin, sehe ich gerade. Wir haben es also schon perfekt aufgeteilt. Na, guck mal einer an. So, wir haben die beiden Replacement Tools. Wir haben eine Axt dabei, falls wir uns verbauen. Und dann brauchen wir quasi bloß noch den Desert Stone und den Silver Stone. Für den Silver Stone bekommen wir auch einen Silver Star. Wortwitz ist ja alles. Ja. Wir können übrigens mal wieder bei unseren Feldern langlaufen, einfach damit die aktiv bleiben, quasi. Auch wobei, die sind ja schon relativ aktiv. Ah, nee, doch nicht. Könnte besser sein. Das sieht eher, also ganz ehrlich, das sieht eher aus wie Unkraut als irgendeine Nutzpflanze. Ist ja schlimm.
Oh, eine Karotte. Ah, gut, das hier ist. Das, ach so, das ist hier wieder dieser Kaffee, der immer extra lang gebraucht. Und hier ist noch gar nichts gewachsen. Also so wirklich absolut gar nichts. Interessant. Letztens war von einer Folge auf die andere einfach alles gewachsen. Und jetzt ist einfach gar nichts gewachsen. Also wenn man das hier vorne mal ab, ne? Und genauso wie dieses komische das Zeug, das wächst ja auch immer sofort. Ja, wenn man die beide mal abfliegt, weil das hier ist ja hier vorne in dem Bereich, wo wir mal langlaufen. Von daher ist das auch eine Ausnahme. So, was soll ich jetzt machen? Genau, Silverstone. Silverstone war hier. Da haben wir 3000 mal Sand und gerade mal 300 Stein. So, gucken wir mal an. Welche Alternativen bestehen? Ja, klar. Hä? Kann ich doch einmal schreiben wie ein Mensch? So. Welche Möglichkeiten bestehen, darauf Stein zu machen? Einmal mit Compressing. Und gibt es noch ein klassisches Rezept mit viermal in der Reihe aufstellen oder so ein Scheiß? Ne, es wurde also davon ersetzt. Es gibt also nur noch Compressing. Na gut, dann ist es halt so. So. Das heißt, wir brauchen davon eine ganze, ganze Menge. Okay, ich glaube, wir sind voll. Wie sieht es aus mit Kobbel? Ich würde mal sagen, wir lassen den Kobbel tatsächlich sogar erstmal hier. Wenn wir dann irgendwann mit der Außenhaut des Leuchtturms fertig sind, können wir es immer noch hier nochmal holen. So. Gut, dann gehen wir mal zu unserem Kompressor. Und dann kompressen wir mal. Wir sind schon wieder vorne hier. Was ist denn hier los? Panzerung nur noch 71%. Digga. Geht immer gar nicht. Diese kann man eigentlich die Panzerung auch mit dem Amboss reparieren? Wäre stylisch, weil dafür würde es sich halt wirklich lohnen, ne? Weil die Rüstung, die kostet halt doch schon ganz schön heftig was. Ja, wobei so viel eigentlich auch nicht. Ich meine, eine komplette Rüstung kostet gerade mal 32. Ah. Komplette Rüstung besteht aber aus 5 Teilen. Wie heißt das? Das heißt, wir müssten 5 Teile reparieren. Und wenn wir jetzt, ne, als Vergleich 5 Äxte reparieren würden, hätten wir ja auch. Ne, 5 Äxte sind 15. Das heißt, eine Rüstung ist gerade mal doppelt so teuer, also 5 Rüstungs-Items sind gerade mal doppelt so teuer quasi wie 5 Äxte. Hm. Aber so, mal gucken. Zur Not repariere ich die Sachen, die wirklich viel wert sind, wie zum Beispiel der Schild und das Hemd. Und die Sachen, die halt nur wenig wert sind, so wie zum Beispiel der Hut, also die Mütze und die Stiefel, also das hier und das, nee, das hier und das hier, die mache ich dann einfach neu oder sowas. Mal gucken, vielleicht mache ich einfach alles neu oder repariere einfach alles. Was mache ich hier unten? Achso, doch, genau hier. Eigentlich könnten wir doch die anderen Säge einfach mitnehmen, weil, komm, ich nehme die einfach mit. Dann nehme ich die mit zum Leuchtturm, dann können wir die Sachen da vor Ort zurecht sägen. Ich glaube mal, das macht dann tatsächlich doch fast mehr Sinn, als jetzt hier vorher alles zu sägen und dann festzustellen, oh, wir haben zu wenig davon und wir haben zu wenig davon und deine Mutter ist hässlich. Gut, Erde haben wir auch dabei. Sehr schön, dann sollten wir eigentlich alles dabei haben, was wir irgendwie brauchen. Oh, unsere Geheimtür. Buja. That's cool. Okay, das sieht so aus, als wenn er beides gleichzeitig machen würde. Ja, macht der irgendwie auch. Hä? Ja, okay. Das ist, so ist ja die endgültige Lage. Das heißt, er ist quasi so schon in der Zwischenlage. Ich schon wieder. Alles gut. Hab nichts gesagt. Ja. So, wir sind nicht mal auf Höhe des grauen Dingsterbumsters. Das heißt, ich würde mal sagen, wir machen noch mindestens 3 Ringe rauf. Also 3-mal Wechselschicht, also insgesamt 6 Ebenen. Machen wir noch mal locker drauf.
Worldwide. So, das heißt, wir kopieren einmal. Achso, wir müssen erst was richtigen. Die Säge, die stellen wir am besten einfach mal hier so hin. Ach, scheiße, ich habe vergessen, gerade das Zeug zu komprimieren. Och nö. Warum tut er diese? Das ist aber scheiße. Renn! Gott, wird wieder alles voll gewachsen hier. Nee. Jo. Aber wisst ihr was, komm hier. Dafür haben wir es ja, uns abbauen zu können. Den ganzen Scheiß kann ich auch gleich mal hier abbauen. Und wenn wir schon mal dabei sind, die Kakao auch gleich. Haben wir überhaupt genug Platz? Ja, haben wir. Diesmal ist auch alles fertig. Sehr schön. Ich weiß nicht, irgendwie mit der neuen Regenmod ist wahrscheinlich gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist immer nur noch komplett Regenwetter. Oder merke ich es einfach nur nicht, wenn es normales Wetter ist und ne, dieses typische ja, Mecker-Syndrom. Wenn schönes Wetter ist, ist es zwar schön und man achtet es gar nicht. Und deswegen hat man immer nur die ganzen schlechten Momente im Kopf und wenn es mal schlechtes Wetter ist, denkt man, es ist ja immer schlechtes Wetter, obwohl es eigentlich gar nicht so ist. Irgendwie ist hier immer grau. Immer wenn ich in den Himmel gucke, ist immer grau. Naja. Kompressor. Wir wollten komprimieren. So, du da rein. Ah. Okay, das könnte wirklich schneller sein. Das dauert ja ewig. Ewig. Wenn man mal bedenkt, wie viel Stein wir brauchen. Komm, ich nutze die am besten auch noch gleich mal mit. Das dürfte zwar jetzt die Akkus ganz schön leer saugen, ist mir aber scheißegal. Oh ja, saugt ganz schön. Die Akkus sind gleich direkt komplett leer. Tja, und ich habe auch mal geguckt wegen Uran. Das habe ich letztens komplett vergessen zu sagen. Ich habe auch mal, ne, ich habe in der Technik-Mutter geguckt. Genau. Zum einen wie ein Upgrade, hatte ich ja erzählt gehabt, mit den Batterien und so Scheiß. Und zum anderen, ja, es ist tatsächlich so, für dieses Uran, da brauchen wir dieses komische 3,5er und das bekommen wir nur damit, indem wir quasi 7%iges Uran in der Zentrifuge teilen. Heißt also, wir brauchen tatsächlich auch die Zentrifuge, wie ich ja schon vermutet hatte. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, warum eine Zentrifuge ein Sägeblatt braucht, sondern eine Zentrifuge arbeitet mit, Achtung, der Name sagt es bereits, mit der Zentrifugalkraft.
Und nicht mit einer Säge, da wird nichts durchgesägt. Deswegen keine Ahnung, warum die da auf die Idee kam, in das Rezept eine Diamantscheibe da reinzupacken. Aber ist halt so. Und ja, dementsprechend brauchen wir also auf jeden Fall eine Zentrifuge. Und ich habe doch mal geguckt, Uran, ne, nicht, dass es uns so läuft wie mit Sulfat. Wir suchen die ganze Zeit und dann gibt es Uran nur an ganz bestimmten Stellen. Deswegen habe ich da gleich mal geguckt und tatsächlich gibt es Uran wohl angeblich nicht nur an bestimmten Stellen, aber dafür nur in einer bestimmten Höhe. Und zwar minus 80 bis minus 300. Also relativ weit oben. Wir müssen also gar nicht so tief runter, um Uran zu finden, sondern wir sollten eher unsere Höhlen, die wir hier oben haben, die weiter ausklambusern. So, gleich sind die Dinger hier komplett leer. Also ausgedingsterbumstert. Oh ja, hat zumindest für jeweils fast einen halben Stack gereicht. Das geht ja. Ja, auf jeden Fall genau das. Digga, wie wenig braucht denn die Anlage? Ach, die braucht gerade mal 800 EU. Lol. Das ist ja gut. Da brauchen die jetzt beide fast genauso viel. Der braucht ja 500 und der jetzt, wie gesagt, 800 Grad mal. Das geht ja voll. Ich glaube, da kann ich das Verhältnis doch ein bisschen umstellen. Komm, ganz ehrlich, dann kann ich das hier ein bisschen, kann ich variabel machen. Mach das mal so. Genau. Der macht das so, dann tatsächlich doch mehr Sinn. Weil der braucht gerade mal 500, der braucht gerade mal 800. Und die Batterien, die puffern ja ordentlich. Dann haben die wenigstens hier ein bisschen mehr Saft. Ne, ich glaube, das macht dann doch ein bisschen mehr Sinn. So, und die ersten sind doch schon tot. Ich deaktiviere dich mal. So, jetzt haben wir nämlich einen Demand von 400. Warum 400? Müsste das nicht mehr sein? Eingeschaltet. Ah, doch 1000. Okay, okay. Das heißt, einer braucht 300. Na gut, dann schalte ich dich mal komplett ab. Dann sollte jetzt für dem aber der Strom reichen. Genau, perfekt. Siehst du? So können wir doch ein bisschen Parallelbetrieb machen. Solange bis wir hier genug Leistung, genug leisten können, um hier auch wirklich auf komplette Komplettation zu plantieren. Ja, genau so. So, du musst noch da oben. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, wir sollten wirklich einfach mal die ganzen Dinger darüber scheffeln, ganz ehrlich. Gerade wenn die Dinger doch nur so wenig Strom brauchen, dann können wir es doch komplett über die hier machen. Dann brauchen wir zwar noch ein paar Trafos, aber alles andere haben wir ja. Wir brauchen nur Trafos und auch für Trafos haben wir eigentlich genug Materialien. Ach komm, machen wir jetzt einfach. Okay. MV. So, wir brauchen... Ich würde gerne alles darüber scheppeln. Das heißt, wir brauchen 8 Stück. Hiervon baue ich dann nochmal ein. Ein Kompressor baue ich dann nochmal. Weil wir haben hier noch extra 4 Felder freigelassen. Das heißt, wir können hier alles 5-mal hinbauen. So, das heißt, wir brauchen... tatsächlich sogar noch 10 Trafos. Für ein Trafo brauchen wir 2 Spulen. Das heißt, wir brauchen 20 Spulen. Und für 20 Spulen brauchen wir 80. Es geht aber eigentlich sogar fast. Damit du hier nicht, ne? Damit du hier nicht in, dich in Ruhe wiegst. Ich werde dich fordern. So, 80 mal Dingsabumster. Klingt realistisch. Oh, wir müssen aber erstmal Kupfer einschmelzen. Sonst wird das nichts. So. Wie ist es jetzt hier? 5, 6, 8, 9, 10, 12. Das heißt, ab und zu wird immer gleich 2 mit einmal gemacht. Ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Tja. Und damit erklärt sich dann auch die Geschwindigkeit.
Also der Geschwindigkeitszuwachs. Dann lohnt sich MV also doch. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir diese komischen Plastikdinger. Achso, wir müssen auch gleich mal Stahl einschmelzen. Beziehungsweise war Stahl. Ja, genau, Stahl. Dann schicken wir davon am besten auch gleich eine Fuhre runter. Wobei, da brauchen wir ja noch ein bisschen mehr. Ich nehme also gleich mal. Ach komm jetzt. 91er Stack. Ach man, ich liebe Ohrwürmer von guten Liedern. Umso mehr hasse ich sie natürlich von schlechten Liedern, ganz klar. Aber von guten Liedern habe ich gerne Ohrwürmer. So, wir brauchen 80. Also 1, 2, 3, 4. Der Rest kann zurück. Weg mit dir. So, jetzt müssen wir gucken, wir brauchen 80 mal Stahl. Wie viel... Ach komm, bevor ich hier schon wieder verrückt werde. Wir machen das mal... Die fertigen Silbersteinblöcke packen wir schon mal hier oben rein. Auch so viele sind es noch gar nicht. So, jetzt brauchen wir Stahl. Da haben wir hier einmal 40 und mehr haben wir noch nicht. Die restlichen werden unten gerade gemacht. Tja, und da seht ihr schon, wie das Ganze läuft, ne? Wir arbeiten hier mit den beiden Maschinen. Unsere Leistung reicht nicht aus. Das heißt, wir brauchen hier von den Akkus Strom. Aber die Akkus, die halten noch ordentlich durch. Also, wir können hier locker eine richtig aktive Session machen, ohne dass uns direkt sofort der Strom ausgeht. Und das ist halt das Geile an diesen Akkus, an diesen Akku-Packs. Das puffert halt ordentlich. Das ist halt, der Effekt ist halt direkt spürbar. Ich spüre ihn. In meinem Anus. So. Wir brauchen 160 mal Eisen, richtig? Ne, stimmt gar nicht. Ich brauche nur 80 mal Eisen. Ja, alles gut. So, das heißt, Trafo, Spule, alles. Genau, 20 mal. Sehr schön. So, diesmal haben wir auch alle Spulen zurückbekommen. Sehr schön. So, jetzt können wir schon mal, jetzt haben wir schon mal das. Dann brauchen wir Kohlenstoffbarren. Da brauchen wir halt. Wir brauchen 10 von den Dingern. Das heißt, wir brauchen 50 Stahlbarren. Oh, passt doch. Passt doch. 1, 2, 3, 4, 5. Easy. Easy. Ey, jetzt so schnell, man kann sogar richtig warten. Das macht Spaß. Das ist geil. Das gefällt mir tatsächlich. That is cool. Wir hätten schon viel früher auf MV gehen sollen. Das geht ja ratzfatz hier. Wenn wir jetzt auch noch mehrere Öfen haben, Digga, das wird so explodieren einfach. Das wird einfach so unendlich explodieren. Das ist geil. So, gut, ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier, können wir nochmal Erde reinschmeißen. Hier können wir nochmal Erde reinschmeißen. Batterie sitzt ja. Oh, mir doch nicht. Da halt nicht. Warte. Aber hier oben können wir nochmal Erde reinschmeißen. So. Erde. Mann, Sand. So, jetzt haben wir, genau das haben wir. Das haben wir. Was brauchen wir noch? Dieses komische blaue Draht. Endlich mal ist dieses blaue Draht sinnvoll irgendwo. Wir werden es zwar nicht schaffen, auf einen Stack runterzukommen. So, 20 Stück brauchen wir. Aber gut. So, genau, das war's. Das haben wir hier von 10 Stück. Was? Ich hab doch. Och nee, sag bitte nicht, dass das doch was anderes war. Kohlenstoffbarren ist doch. Ich habe gerade Gusseisen gemacht. Wie geht denn Kohlenstoff? Ach, nur durch Leuing. Ah, fuck. Gut, wie viele Stahlbarren habe ich noch? Da kommt das Gusseisenstahl erstmal wieder in die Kiste. Das war ein Griff ins Klo. Wir brauchen neue Stahl. Haben wir nicht 100 gemacht gehabt?
Ach ja, klar, doch, die haben ja viele Spuren gebraucht. Alles gut, alles gut. Genau, das heißt, wir haben jetzt, ja, nochmal 64 Eisen. Reicht das aus? Ja, wir brauchen nur 50. Achso, und Kohlenstoff. Kohlenstaub. Brauchen wir noch? Da haben wir keins mehr. Ich sehe zumindest keins. Ich kann noch mal in die anderen Kisten gucken. Ich glaube, hatten wir davon noch was übrig. Ist nur gerade schon wieder so scheiße dunkel, beziehungsweise draußen so hell, dass ich wieder gucken muss, dass ich auch alles erkenne hier. Aber es scheint tatsächlich, dass wir keins haben. Na gut, dann machen wir welches. Ist ja kein Problem. Machen wir einfach hier so. Dann haben wir ordentlich was. So, wir brauchen 10,50 brauchen wir. Gut. Achso, da reicht es ja gar nicht. Brauchen wir hier noch 4. So, währenddessen kann der hier schon mal schmelzen. Und du hier oben kannst auch noch mal arbeiten. Alter, richtig produktiv hier. Die Batterie machen immer noch mit. Alter, ist das geil. Ja, Mann, so liebe ich arbeiten. So macht das Spaß. Holy shit. Gut. Aber wir machen dann trotzdem jetzt erstmal Feierabend hier. Auch wenn es gerade so schön Spaß macht. Sonst überziehen wir wieder. 3 Stunden. Von daher bis dann.